Aber den Atlas brauchen wir doch gar nicht mehr. Wir sorgen nur dafür, dass... Aber die wissen es ja auch schon. Na gut, Lara weiß nicht, dass sie es wissen. Aber ich meine, den Atlas bräuchten wir überhaupt nicht. Von mir sollen sie doch den Atlas behalten. Ich habe alles, was ich brauche, aus dem Atlas herausbekommen. Also, von mir aus sollen sie den behalten. Wichtiger ist es erstmal Jonah. Oder Jonas. Jonas? Jonah? Jetzt hat sie Jonas gesagt, aber sonst heißt er doch Jonah, oder? Ich weiß nicht. Oh! Ah, verdammter Mist! Warum hat er mich denn gehört? Ich wollte ihn schön sauber von hinten erledigen. Warum hat er mich gehört? Na gut, egal. Das mit der Schrotflinte war nach wie vor eine gute Sache. Für den Nahkampf ist es perfekt. Zum Aufheben? Was? Achso, da, Pfeile. Da steht nur, drücken Sie eh zum Aufheben. Und ich weiß überhaupt nicht, was sie gerade in ihrem Sichtfeld hat, was ich da aufheben kann. Großartig. Meine Fresse. Erschreckt mich nicht immer so. Verdammt, was ist hier los? Boah. Alter, ich werde wieder... Eine einzelne Frau wird wieder eine ganze Wetterstation abreißen, wie es aussieht. Donnerwetter. Schnell weg hier. Ah! Ja, mal, boah. Ich wollte auf die Leiter zu. Wie mies ist das denn? Sie designen extra eine Leiter, wo man hin könnte und dann pusten sie einen mit einem Wasserstrahl davor weg. Und die Leiter wird nie gebraucht. Tja, mies. Schön. Ich krieg das schon hin. Solange wie ich nicht wieder von irgendeinem... Ach Gott. Sei doch mal vorsichtig, Mädchen. Verdammt. Gut, danke. Oh Gott. So, das versuchen wir nochmal, nicht wahr? Springen! Aha! So, können wir den gleich vom Seil aus erwischen? Nee. Also, bam! Was wurde ihm eben durchgesagt? Exekutiert sie. Okay, mache ich doch. Kein Problem. Für euch doch gerne. Das könnte ja schon das Ziel sein. Ja, tatsächlich. Na gut, noch nicht ganz. Jonas Rettung. Finden Sie Jonah im Gefängnisblock. Wie ich da meine, er heißt Jonah und nicht Jonas. So. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte. Bitte nicht. Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Aber es kann mir doch keiner erzählen, dass eine Glasscheibe, die eine Kugel aufhält, ich einfach mit einem Feuerlöscher kaputtschlagen kann. Oder doch? Es wäre super, wenn sich da mal jemand so äußern könnte, der Ahnung hat. Weil wenn eine Glasscheibe eine Kugel aufhält, dann kann ich sie dann nicht mit dem Feuerlöscher zerstören, oder? Was macht das denn für einen Sinn? Die ist gefährlich. Verstanden. So, Alarm ist ausgebrochen. Ist mir egal, erst einmal hier ein bisschen runterkommen. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber
Ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt Trinity war, die seine Wissenschaft in der Luft zerrissen haben. Wenn ein Wissenschaftler plötzlich kommt und etwas von Artefakten redet, okay, aber denn mit Unsterblichkeit kommt und so eine Sachen, natürlich wird er von der Presse zerrissen, da brauchen wir kein Trinity für. Das schafft die Welt auch ganz alleine. Also ich glaube, da versucht sie jetzt zu viel rein zu interpretieren, mehr als vorhanden ist. Wir sind Bergungsgut, das ist kein Problem, das ist wunderbar. Da haben wir noch was gesehen eben. Ein bisschen Explosionszeug und ein Tropfen Öl. Fantastisch. Können wir noch ein paar Brandpfeile herstellen, die ich nie benutze. Vielleicht brauchen wir für die Explosionspfeile auch Öl. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Was ist das überhaupt für ein Alarm? Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Ziel erfasst. Ja, klar gibt das Ärger. Du hast, du hast nicht wirklich jemanden... Du hast nicht wirklich jemanden getötet, du hast nur jemanden befreit, aber der stirbt jetzt eh. Also natürlich wird es Ärger geben, aber es hätte für dich schlimmer kommen können. Obwohl, wenn wir Konstantin getötet hätten, dann hätte niemand Alarm schlagen können, nicht wahr? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Okay, irgendeiner hat eben noch eine Granate geschmissen. Aber scheinbar ist er nicht da geblieben, um zu kämpfen. Yeah, wegrennen. Das ist schon nachvollziehbar, dass die Trinity-Leute jetzt auch wegrennen. Wenn da ein Kampfhelikopter kommt, meine Fresse, jetzt lauf doch mal. Verdammt. Und steck die Knarre weg, du musst dich beeilen. Da, rums. Wir haben jetzt echt keine Zeit, gegen euch zu kämpfen. Wir müssen euch schnell und sauber ausschalten, ohne stehen zu bleiben. Wiederhole, habt ihr... Verdammt! Sieh hier, wir kümmern uns darum. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Fackelt sie ab! Was waren das denn für rote Rauchgranaten? Ist das noch irgendwas anderes oder ist das auch nur etwas, damit man nichts mehr sieht? Merkwürdig. Okay, jetzt durchsuchen sie das Wasser, natürlich. Natürlich durchsuchen sie das Wasser. Und da sind viele Leute direkt am Wasser, die wir einfach so reinziehen können. So, wunderbar. Und da wir ja die Technik haben, unendlich lange unter Wasser zu bleiben, dürfte das hier eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis wir alle erwischt haben. Denn meiner Meinung nach können wir jetzt von einem Loch zum anderen schwimmen, wenn das genau der Bereich ist, an den ich mich die ganze Zeit erinnere. Dass wir uns jetzt immer wieder einen Bereich suchen können. So. Und da können wir dann einen ins Wasser zerren. Ich glaube nämlich, so funktioniert das. Denn wenn wir jetzt hochgehen, sind wir geliefert. Das sind aber zu viele. Obwohl, vielleicht könnten wir schnell ein, zwei Schüsse mit der Schrotflinte abgeben. Und dann gleich wieder reinspringen. Stellt sich aber die Frage, ob diese ein, zwei Schüsse mit der Schrotflinte ausreichen, um auch wirklich jemanden zu töten. Ansonsten sind wir hier eine Weile dabei. Verdammt, ey. Ja, ich glaube, das ist der Bereich, an den ich mich erinnere. Wir werden jetzt hier eine Weile hin und her schwimmen und immer wieder mal einen ins Wasser ziehen. Und irgendwann sind alle weg. Oder irgendwann ist nur noch einer oder zwei übrig. Und, tauchen, verdammt! Gott. Warum taucht sie denn auf? Kann mir das jemand erklären? Vielleicht kann mir das auch niemand erklären, aber verdammt nochmal. Lara, ey. Sie taucht auf. Das ist immer nach diesen Zwischensequenzen. Das ist immer echt problematisch, weil da die Steuerung zurückgesetzt wird. Da muss man wieder neu auf die Tauchtaste drücken. Nach dieser Sequenz hier, ansonsten taucht sie automatisch auf. Und es ist sehr schwer festzustellen, wann die Sequenz vorbei ist. Es ist echt nicht leicht, das abzupassen.
Das war der letzte von ihnen. Sehr gut. Ich muss zurück zu Jonah. Wunderbar, dass sie das gesagt hat. Das war der letzte von ihnen. Meine Fresse. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an.
Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Okay. Einfach mal so ein Eingang aus dem Nichts gezaubert. Donnerwetter. Okay. Gehen wir hier mal runter. Es ist dunkel. Okay. Eigentlich will ich hier gar nicht weiterlaufen, wenn hier Unsterbliche kommen. Ich meine, wie soll man denn Unsterbliche besiegen? Er tut immer so, als ob man... Ja, aber man kann doch eigentlich nur weglaufen, oder? Was soll ich denn gegen Unsterbliche tun? Ich kann eigentlich nur hoffen, dass ich ihnen nie begegnen werde. Wenn die Unsterblichen die Typen waren, die mich mit dem Pfeilregen aus griechischem Feuer gejagt haben, vor denen konnte ich nur weglaufen. Es ging nicht anders. Und da müssen wir wieder ein paar Pfeile versenken. Breitblattkletterpfeile. Man sieht schön den Radius, wie weit sie reinspringen kann. Also das ist so, ne? Ihr versteht, wie ich das meine. Das ist so der Abstand, den sie mit einem Sprung überbrücken kann. Glaube ich. So. Vor allem, wie das Tutorial immer und immer wieder sagen muss, hey, du hast eine Ausrüstung, benutz die mal. Verdammt, da bist. Okay, zwei reichen nicht. Gut, was ist denn da eben gewesen? Ah, können wir wieder was ausbuddeln. Wunderbar. Das ist doch mal der richtige Archäologen-Geist, wie ich sagen. Haben wir eben noch was Schönes bekommen. Okay, also wir müssen hier nochmal machen. Und zwar... mit drei Pfeilen, wie es mir scheint. So. Aber den letzten will ich ein bisschen weiter... Der kann auch ein bisschen höher sein eigentlich. So. Jetzt habe ich sogar vier drin. Na schön, ist auch egal. So. Jetzt können wir auf den springen. Ja, jetzt sehen wir diese schöne Markierung. Die wollte ich eigentlich die ganze Zeit haben. So, und jetzt kommen wir da auch rauf. Okay, wunderbar. Sie hätte ja auch mit ihrer Kletteraxt nach der Kante greifen können, aber irgendwie hatte das nicht funktioniert. Ich kann mir jetzt auch nicht erklären, warum. Okay. Wir müssen erst einmal hier hin. So. Und dann wollen wir noch dahin, um dann dort ran zu klettern. Okay, gut. Man ist fast runtergefallen eben, habt ihr gesehen? Das war ganz schön knapp. Okay, können wir da hoch? Jawohl. Ah, das funktioniert ja perfekt. Wunderbar, das hat sehr gut funktioniert. Da haben wir noch ein Basislager. Wir sind bestimmt wieder eine Stufe aufgestiegen. Nach so viel Informationen. Ehrwürdige Gletscherspalte heißt das hier. Sehr absurd. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Aber diese Unsterblichen, das ist doch eine Armee von Jacob. Also müsste doch Jacob sie eigentlich in der Gewalt haben und ihnen sagen können, hey, lasst Lara Croft in Ruhe, sie ist ein Freund. Oder? Verstehe ich nicht. Er müsste doch eigentlich in der Lage sein, sie zu überreden, mich in Ruhe zu lassen. Drücken Sie im Sprung F, um im Sprung Breitblattkletterpfeile in weiche Holzoberflächen zu rammen. Im Sprung, warum wäre das wichtig? Erleiden Sie nach einem erfolgreichen lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Das wäre gut gewesen in dieser Eiswassertauchsequenz. Weil da wurde ich immer wieder von den Schüssen getroffen, wenn die lautlose Tötungssequenz vorbei war. Das war immer wieder ein Problem. Aber das war auch ein sehr langwieriger und sehr langweiliger Bereich. Da habe ich auch einiges rausgeschnitten. Der ging tatsächlich ziemlich lang und es war die ganze Zeit das Gleiche. Munitionskapazität. Zack. Und am Bogen können wir auch noch mehr machen. Nämlich entweder Schaden, Zielgeschwindigkeit, Schussfrequenz. Zielgeschwindigkeit, damit sie schneller schießen kann. Und Schaden. Fantastisch. Und dann kriegst du hier noch was anderes angezogen. Nämlich mal das graue Handley-Shirt. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Denn hier ist es jetzt wieder ein bisschen wärmer. Und mit einem grauen Shirt bist du hier in den Felsen ziemlich gut gedeckt, bin ich der Meinung. Ich hoffe nur, dass ich sie dann nicht im Eifer des Gefechtes aus den Augen verlieren werde. So, hier nehmen wir noch ein bisschen Erz mit. Und dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn wir hier versuchen, dieses ganze Mysterium aufzuklären und die Welt zu retten und Trinity zu vernichten. Tschüss und bis dann.